Abenteuer Tiefsee, der Ursprung zahlreicher Mythen und Legenden. Eine geheimnisvolle Welt voller unheimlich anmutender Lebewesen. Lebensraum, zugleich aber auch Schatzkammer mit vielen Bodenschätzen und Tiefseevulkanen. Herzlich willkommen zu Planet Wissen. Gut 3/4 unseres Planeten ist von Wasser bedeckt. Das Meer ist an manchen Stellen fast 11 Kilometer tief. Aber das wirklich Unglaubliche ist, wir wissen so gut wie nichts über diesen Lebensraum. Manche Forscher sagen sogar, wir wissen mehr über den Mond als über die Tiefsee. Ja, und ich blätter hier in einem wirklich ganz besonderen Buch, das ich heute hier für die Sendung besorgt habe. Das ist der erste Forschungsbericht oder Forschungsbericht der ersten deutschen Tiefsee-Expedition, der Valdivia-Reise, stattgefunden hat, die 1898-99. Die sehen wirklich stark aus, teilweise handkolorierte Zeichnungen. Und deswegen habe ich auch weiße Handschuhe an, denn das ist ein Originalexemplar, dieses Buch, was wir hier haben. Wir werden später gucken, wie diese Reise verlief und was man denn da alles rausgefunden hat. Und zum Beispiel auch einige dieser seltsamen Tiefseefische da vorne. Sehen Sie sie? Die werden wir auch näher betrachten. Aber so richtig losgegangen mit der Tiefseeforschung ist es erst in den 70er Jahren, als es endlich gute Tauchboote gab. Einige Helden der Tiefseeforschung werden wir heute auch noch kennenlernen und natürlich auch das, was sie rausgefunden haben über das Leben in der ewigen Finsternis, die Schätze, die sie mit nach oben gebracht haben auch. Und wir beschäftigen uns mit den Gefahren, die von der Tiefsee ausgehen. Ich sage nur zwei Stichworte: Seebeben und Tsunamis. Unser Gast ist Tiefseeforscher mit Leib und Seele. Er kommt vom IFM Geomar Leibniz Institut für Meereswissenschaften in Kiel, Dr. Klaas Lakschewitz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja. Ist das für Sie nicht seltsam, dass wir mit einem wahnsinnigen technischen Aufwand auf Mond oder Mars oder wo auch immer im Weltraum nach Leben suchen, aber nicht bei uns vor der Haustür? Ja, das ist schon ein seltsamer Aspekt. Wir Tiefseeforscher sind natürlich oder würden uns natürlich viel mehr freuen, wenn wir ein bisschen mehr Lobby bekommen würden und auch mehr Technologien schon hätten, um ein bisschen mehr in der Tiefsee zu forschen, weil, wie Sie es schon angesprochen haben, es gibt erst weniger als 10% der Tiefsee, haben wir eigentlich erst erforscht und wir kennen tatsächlich die Oberfläche vom Mond besser als den Ozeanboden. Mhm. Also von daher. Halten Sie es für denkbar, dass da ganz sensationelle Tiere noch versteckt sind? Also ich denke, dass es sicherlich noch viele, viele tausend Arten unten gibt, die wir noch nicht kennen. Und dass es auch andere Dinge noch unten in der Tiefsee gibt, die wir auch bis heute noch nicht kennen. Ist es denn diese geheimnisvolle Tierwelt, die Sie als Forscher da runtertreibt in die Tiefsee? Oder gibt es noch etwas darüber hinaus? Naja gut, ich bin natürlich Geologe und nicht Biologe. Und von daher reizen mich natürlich mehr die geologischen Prozesse, die tektonischen, die aktiven Prozesse, die am Ozeanboden unten passieren. Wo eben halt zum Beispiel am mittelozeanischen Rücken die Ozeankruste entsteht, wo wir heiße Raucher haben. Das ist mehr mein Bereich. Heiße Raucher, auf all das werden wir noch kommen natürlich im Laufe der Sendung. Das ist auch sehr spannend. Sie selbst sind schon in 800 Meter Tiefe gewesen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist schon ganz schön gewaltig. Und zwar bei Haiti war das. Wir haben ein paar Bilder der Nautil. Das ist nämlich dieses spezielle Boot, mit dem Sie abgetaucht sind. Vielleicht können wir das mal anschauen. So, was genau ist das jetzt für ein Boot? Das ist ein Tiefseetauchboot der Franzosen. Kommt wie tief? Das geht bis 6000 Meter Tiefe runter. Und da haben wir eben halt, oder ich bin dort runtergetaucht bis 800 Meter. Wir haben dort unterseeische Vulkane untersucht und die Zusammensetzung der Vulkane. Und das war letztendlich eine Expedition, wo wir jeden Tag eben halt einen Tauchgang eben hatten, der bis zu 8 Stunden ging. Zu wie viel? Im Tauchboot ist eigentlich ein Wissenschaftler, der Pilot und der Co-Pilot. Also eine ganz kleine Mannschaft. Und als Sie den ersten Tauchgang hinter sich hatten, da kam es zu einer seltsamen Szene. Wir sehen die mal gerade hier. Das müssen Sie beschreiben. Was passiert mit Ihnen? Das ist eigentlich eine kleine nette Anekdote, die sich die Franzosen ausgedacht haben. Und zwar ist es so, dass jeder nach jedem ersten Tauchgang eines Wissenschaftlers, dieser natürlich getauft werden muss. Und das hat hier stattgefunden. Man wird dann mit Kaffee, Öl, Mehl übergossen und danach mit kaltem Wasser. Den Kaffee kriegt man 3 Tage nicht mehr aus den Ohren. Also das ist schon eine lustige Geschichte. Es ist eben auch was ganz Besonderes, so einen Tauchgang zu machen. Und deswegen kriegt man dann auch wiederum hier eine solche Urkunde.
Richtig, diese Urkunde bekommt man nur dann, wenn man eben wirklich getaucht ist mit der Nautil, und sie zeigt eben ja Namen, die Zeit hier 6 Stunden und die Tiefe 800 Meter eben halt an. Mhm. Und man muss diese Urkunde auch immer wieder mitbringen, sonst erlebt man noch eventuell noch mal wieder eine Taufe, wenn man sie nicht wie beim nächsten Tauchgang wieder vorzeigt. Also Sie haben sie auf jeden Fall immer dabei, denke ich mal. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man so in diese absolute Finsternis abtaucht? Also bei etwa 500 Metern, da beginnt es dann, dass man kein Licht mehr findet. Also da ist dann Schluss. Also es ist einfach faszinierend. Wie gesagt, das war für mich der erste Tauchgang. Es war immer ein Traum von mir, runterzutauchen. Und man geht runter und man sieht langsam vom Hellblauen, geht man runter ins Dunkelblaue, bis man wirklich ins absolute Schwarz runtergeht. Und es ist einfach ein faszinierender Moment. Es gibt ja Höhenangst. Gibt es auch sowas wie Tiefseeangst? Tiefseeangst, ich habe sie nicht. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Also die Kollegen, die getaucht sind, die ich kenne, waren eigentlich alle fasziniert und keiner von denen hatte irgendeine Tiefseeangst. Da weiß man natürlich auch schon, auf was man sich einlässt. Sonst würde man das gar nicht riskieren, schätze ich. Richtig. Ja, Tiefsee-Expeditionen sind teuer und nicht ganz ungefährlich. Und deshalb schickt man lieber Tauchroboter in die Tiefe. Die können mindestens genauso tief tauchen wie bemannte Tauchboote, sogar viel länger unten bleiben und auch recht gute Fotos und Daten liefern. Atlantik, 15. Januar 2004. Das deutsche Forschungsschiff Meteor startet zu einer Expedition. Hauptperson an Bord ist kein Mensch, sondern ein Roboter. Das Quest. Das erste Tauchgerät, das in großer Tiefe extrem präzise gesteuert werden kann. Pilot des Quest ist Volker Rathmeier. Ein Jahr lang hat er trainiert und kann es jetzt steuern oder fliegen, wie es hier an Bord heißt. Nun der erste Einsatz, bei dem es drauf ankommt. Das Quest ist ein einzigartiges Werkzeug für die Meeresforschung. Insofern, dass es eine hervorragende Kombination bietet von elektrischer Leistungsfähigkeit, also Antriebsgeschwindigkeit, Antriebspower und Adaptierbarkeit an die verschiedenen wissenschaftlichen Aufgaben. Ziel der Reise ist der Mittelatlantische Rücken, der vulkanische Graben zwischen den Kontinentalplatten mitten im Ozean. Das Fächerecholot macht diesen zerklüfteten unterseeischen Canyon sichtbar. Ausgerechnet hier erhoffen sich die Wissenschaftler neue Einblicke in die Entstehung des Lebens. Mittwoch, 21. Januar. Die Meteor hat ihr Zielgebiet auf 15 Grad nördlicher Breite erreicht. An Bord letzte Vorbereitungen. Irgendetwas stimmt noch nicht mit den Greifarmen. Alle hoffen auf Volker Rathmeier. Seit Stunden schon tüftelt er an den Steuermotoren. Das Quest ist technologisches Neuland, da können Störungen immer auftreten und die ganze Mission gefährden. Endlich ist alles soweit. So, wir sind tauchklar, können wieder losgehen. Super. Donnerstag, der 22. Januar. Eine bedrohlich hohe Dünung. Das Quest muss von 3 Männern gehalten werden. Beim Herunterlassen könnte es mit seinen 3 Tonnen gegen die Bordwand krachen. Eine gefährliche Situation. Doch die Forscher können nicht länger warten, denn jeder Tag der Expedition kostet mehr als 20.000 Euro. Außerdem soll das Wetter schlechter werden. Also los. Eine besondere Weiterentwicklung sind die starken Scheinwerfer der Quest. In ihrem Lichtkegel können die Bewegungen der Greifarme exakt mit Kameras überwacht werden. Die Energie dafür wird über ein extrem dünnes Kabel in die Tiefe geschickt. Im Kontrollraum können die Piloten das Absinken des Tauchgeräts genau verfolgen. Tauchtiefe 2573 Meter. Erst der halbe Weg zum Grund des Meeres. Werden die Systeme dem enorm hohen Wasserdruck weiter standhalten? Für alle hier steht eine jahrelange Arbeit auf dem Spiel. Noch tiefer. Begegnungen mit unbekannten Lebewesen. Immer noch kein Grund in Sicht. 4000 Meter. Endlich. Ankunft in einer fernen Welt. Die Nähe zum heißen Magma erzeugt hier bizarre Phänomene. Die schwarzen Raucher.
einfach faszinierend. Ich komme gerade aus dem Kontrollraum, ich habe die Aufnahmen jetzt gerade gesehen, den schwarzen Raucher, und das ist einfach einzigartig. Man kann sich das man kann sich das gar nicht vorstellen. Man muss es wirklich gesehen haben, und es sind einfach riesige Rauchfahnen, die da rauskommen in alle Richtungen. Das ist einfach faszinierend. Der Ozeanboden ist an dieser Stelle nur wenige Kilometer vom flüssigen Magma entfernt. Wasser, das in den durchlässigen Meeresgrund eindringt, erhitzt sich auf über 350 Grad. Wegen des enormen Drucks in dieser Tiefe kocht es nicht, sondern löst Eisen- und Kupfersulfide aus dem Gestein heraus, die als schwarzer Rauch ausströmen. Dabei entstehen Schlote aus reinen Metallverbindungen. Einsatz eines Unterwasserstaubsaugers. Holger, schau mal, ich habe die Probe eben gerade gleich gesehen. Es handelt sich hier bei typischen Massivsulfid. Und wenn man so ein bisschen lasert, dann riecht man auch noch den Sulfidgeruch. Und man sieht hier zum Teil auch noch Kanäle drin, wo die Fluide durchgeströmt sind. Und man kann hier eigentlich von der Geburt einer Erzlagerstätte sprechen. Plötzlich stößt der Tauchroboter auf eine bizarre Lebensgemeinschaft. Mitten in dieser lichtfernen, tödlichen Tiefe. Noch ist es ein Rätsel, wie diese Muscheln und Schrimps es geschafft haben, in dieser Umwelt leben zu können. Das ist ein unheimliches Gewimmel von Tieren da unten. Die besiedeln diesen ganzen Raucher so dicht, das habe ich vorher noch nie so gesehen. Und diese Tiere wiederum, die leben halt von den Bakterien, die dort vorkommen. Und diese Bakterien wiederum, die leben von dem Schwefelwasserstoff und von dem Methan, die in den warmen Lösungen vorkommen. Ausgangspunkt dieser ökologischen Gemeinschaft sind also spezielle Bakterien. Sie haben eine Strategie entwickelt, sich von den für anderes Leben giftigen Stoffen der schwarzen Raucher zu ernähren. Sie bilden die Grundlage einer verzweigten Nahrungskette bis hin zu seltsamen Fischen, die es nur in diesem Ökosystem gibt. Dass hier Lebewesen einen Weg gefunden haben, mit den hochgiftigen Substanzen zu leben, ja sie sogar zu nutzen, begeistert nicht nur Biologen, sondern auch Mediziner. Industrielle und pharmazeutische Anwendungen sind denkbar. Mittwoch, der 11. Februar. Zum letzten Mal bei dieser Exkursion kehrt der Tauchroboter zur Meteor zurück. Er hat den Wissenschaftlern viele Proben an Bord gebracht. Erstmals konnten lebende Organismen gezielt ausgewählt und ans Tageslicht geholt werden. Fremde Lebensformen von unserem Planeten. Die Mitglieder des DFG-Schwerpunktprogramms Spreizungsachsen werden nach ihrer Rückkehr noch viele Monate zu tun haben, die Tiere, Bakterien und Gesteinsproben genauer zu untersuchen und wissenschaftlich einzuordnen. Doch der Ozean bleibt immer noch ein weitgehend unerforschter Kontinent. Erst 1% ist erkundet worden. Unter dieser bewegten Oberfläche können noch viele fremdartige Lebenswelten verborgen sein. Ja, und bei der Erkundung dieser Lebenswelten, da liegt es natürlich auf der Hand, Tauchroboter zu nehmen. Die Vorteile sind klar. Gibt es denn auch Nachteile? Es gibt einen Nachteil, und das ist eben halt, dass man mit den Tauchrobotern nicht dreidimensional sehen kann. Wir bekommen die Bilder nach oben geliefert, über das Kabel sehen sie auf der Leinwand, aber es ist eben zweidimensional. Wenn man im Tauchboot ist und eben halt durch dieses Fenster guckt, dann hat man den dreidimensionalen Raum, und das ist natürlich schon ein anderer Eindruck. Also hin und wieder muss man dann auch mal selber runter. Und wenn Sie zum Beispiel da runtergehen, dann ist einer Ihrer Forschungsschwerpunkte alles, was die sogenannten Black Smoker betrifft, die wir auch gerade schon gesehen haben, diese schwarzen Raucher. Was macht die für Sie so interessant? Wir haben auch Teile davon hier. Ja. Das Interessante natürlich ist zum einen, dass sie eben halt die Geburtsstunde einer Lagerstätte anzeigen. Und wenn man sie sich eben halt auch mal anguckt, man sieht eben halt sehr schön, wie sie eben glänzen. Das ist jetzt mal ein kleiner Smoker aus dem Pazifik. Und man sieht die verschiedenen Farben hier. Und das rührt von den verschiedenen Metallsulfiden, die hier drin stecken. Und noch besser sieht man es eigentlich an diesem Stück letztendlich. Das ist ein Querschnitt. Das ist das, was wir auch im Film gesehen haben. Richtig. Aus welcher Tiefe? Das ist aus 3000 Meter Tiefe im Atlantik. Und es zeigt hier eben halt die göttliche Färbung, was auf Kupfer zurückzuführen ist. Das heißt, das ist ein Massivsulfid hier. Das hat also mehr als 75% Kupfer- und Zinksulfide hier in diesem Stück. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Interessant ist auch, sich anzugucken, wo denn diese Black Smoker entstehen. Und zwar besteht unsere Erdkruste ja mehr oder weniger aus verschiedenen Platten, die sich bewegen. Und Black Smoker entstehen da, wo sich die Platten voneinander weg
entfernen, richtig? Und wir sprechen die ganze Zeit hier von diesem mittelozeanischen Rücken. Richtig. Und dort haben wir verteilt eben halt diese, oder überwiegend verteilt, diese Black Smoker. Mhm. Die verschiedenen plattentektonischen Prozesse können Sie übrigens auch noch auf einem Multimedia-Element bei uns unter planetwissen.de nachvollziehen. Hier habe ich das für Sie aufgerufen. Zum einen sehen Sie hier die verschiedenen Plattenarten und ihre Bewegungen, wo sich Vulkane bilden, und dann natürlich hier die divergenten Plattengrenzen oder die konvergenten Plattengrenzen. Das können Sie vertiefen, schön abends zu Hause, wenn Sie sich das nochmal näher angucken wollen. Was versprechen Sie sich denn nun von der Erforschung dieser Black Smoker? Rechnen Sie mit sensationellen Ergebnissen für die Wissenschaft? Naja, neben den Lagerstätten ist natürlich auch ein biologischer Aspekt der Hintergrund. Und zwar wissen wir, dass es da dort thermophile oder heißliebende Bakterien eben halt an diesen Smokern gibt. Und die besitzen halt bestimmte Enzyme, die bestimmte Prozesse auslösen können. Und die sind so interessant für die Genforschung und eben halt auch für die Pharmazie schon heute. In einigen Wochen werden Sie wieder in See stechen und gehen wieder auf die Suche nach diesen schwarzen Rauchern. Und vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, das Ganze wieder per Tauchroboter zu machen. Da unten soll es nämlich ausgesprochen unangenehme Zeitgenossen geben. Ein Riesenkrake greift ein U-Boot an. So stellte sich Jules Verne in seinem später verfilmten Roman 20.000 Meilen unter dem Meer das legendäre Tiefseemonster vor. Diese Krakenarme richten kein Unheil mehr an. Eingemacht in Marmeladengläsern zieren sie ein Labor des National Institute for Water and Atmospheric Research in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands. Steve O'Shea ist einer der weltweit führenden Spezialisten für Riesenkraken. Er will den Mythos der Tiefseemonster entzaubern. Steve sammelt Kraken wie andere Leute Briefmarken. Tausende von Gläsern mit konservierten Tintenfischen stehen in den Regalen seines Instituts. Und ständig kommen neue hinzu. Ist er von seinem Forschungsobjekt besessen? Absolut besessen. Tintenfische und wirbellose Tiere, alles, was keine Knochen hat, finde ich aufregend. Hänseln ihn seine Freunde wegen seiner Leidenschaft? Ja, also, das riecht so stark, wenn man dauernd mit toten Tieren zu tun hat, dass mir selbst meine Frau nicht mehr nahe kommt. Das ist wirklich ein Problem. Ich fürchte, ich werde kinderlos bleiben. Dafür kennt sich Steve O'Shea ganz gut im Liebesleben der Riesenkraken aus, gibt uns eine Kostprobe von seinem Wissen. Das Männchen schwimmt an das Weibchen heran, sie stoßen im Dunkeln zusammen, umklammern sich gegenseitig, zwei sich windende, massige Körper. Und dann kommt sein enormer Penis, 1,5 Meter lang, den er wie eine riesige Injektionsnadel benutzt und damit die Haut ihrer Arme durchsticht. Dann schießt er lange Samenpakete, sogenannte Spermatophoren, in ihre Arme hinein. Danach schwimmen beide davon. Und das war's dann mit der Befruchtung. Niemand hat das bisher gesehen, aber vor kurzem haben Taucher Fotos geschossen von 2 Meter großen gelatineartigen Eimassen. Wir dachten zuerst, das seien Quallen, aber nun sind wir sicher, dass es sich um Eier von Riesenkraken handelt. Das sind ungeheure seltene Aufnahmen. Diese Gebilde sind so fein gesponnen, dass wir sie nicht in unseren Netzen fangen können, ohne sie zu zerstören. So etwas bekommt man nur zu sehen, wenn man als Taucher im offenen Meer schwimmt und so ein Ding zufällig vorbeikommt. Um Neuseeland werden immer wieder Riesenkraken als Kadaver an die Küste angeschwemmt. Mit grünen Punkten sind die Fundorte markiert. Steve zeigt uns nun ein besonders imposantes Stück. Dieses Exemplar hier ist konserviert, ein insgesamt über 8 Meter langer, fast erwachsener weiblicher Riesenkrake. Er besteht aus 3 Teilen. Das hier ist der Mantel mit den Flossen am Ende. Im Mantel befinden sich der Magen, die Geschlechtsorgane, die gesamten Eingeweide. Dann kommt der Kopf und schließlich die 8 Arme. Dazwischen angebracht sind die beiden Tentakel. Die Tentakel können bei einem ausgewachsenen Riesenkraken von über 13 Metern allein 10 Meter lang sein. Das heißt, die Tentakel haben den größten Anteil an der Gesamtlänge. The tentacles.
Die Tentakel hängen meistens so nach unten und die Fische, die zwischen ihnen hindurch schwimmen, werden zwischen diesen Saugnäpfen eingeklemmt. Während der Fisch so in den Tentakeln zappelt, erfasst ihn der Krake mit seinen Augen, dann schießt er mit seinem ganzen Körper nach vorne und greift den Fisch mit seinen Armen. Wale sind der natürliche Feind Nummer 1 der Riesenkraken. Sie jagen sie in den Tiefseegräben vor der Küste Neuseelands. Feind Nummer 2 ist der Mensch. Etliche Kraken verenden in den Netzen von Tiefsee-Fischfangschiffen. Steve nimmt sie alle an. Über 70 hat er schon seziert und präpariert. Und jedes Mal lernt er etwas dazu. Über Anatomie und auch über die Fressgewohnheiten der Riesenkraken. Das ist Hoki. Das ist ein Hoki, ein nur in Neuseeland vorkommender Fisch, Lieblingsbeute der Riesenkraken. Wir wissen das, weil wir im Papageienschnabel des Kraken immer wieder zerkaute Teile dieses Fisches finden. Der Schlund des Kraken geht übrigens direkt durch sein Hirn. Es ist sehr klein und hat die Form eines Ringes, durch den das Essen hindurch muss. Der Krake kaut es also in kleine Stücke und schiebt es durch sein ringförmiges Hirn. Das können also keine U-Boote sein oder Wale. Da würde ja sein Kopf platzen. Von dort wandert das Essen dann in diesen enormen Sack, der Geschlechtsteil und Magen ist. Dieses Tier hat einen unstillbaren Appetit und wächst in einem phänomenalen Tempo. Ein Forschungsschiff von National Geographic auf der Suche nach Riesenkraken. Der Amerikaner Emery Christoph, legendärer Wiederentdecker der Titanic, will die Tiefseegiganten in dem walreichen Gebiet um Neuseeland mit der Kamera jagen. Die Wale fressen eine Menge Kraken und gelegentlich fangen sie einen großen. Und sie wollen natürlich einen großen. Ja, das wäre wunderbar. Die Amerikaner lassen ferngesteuerte Unterwasserkameras in Tiefen bis zu 1000 Meter hinab. Fischköder sollen die Riesenkraken vor das Objektiv locken. Ein enormer Aufwand. Doch die Ausbeute ist enttäuschend. Nur ein kleiner Krake machte sich am Köder zu schaffen. Die Riesen aber bleiben im Dunkel der Tiefsee. An Bord seines Forschungsschiffes gelingt dafür Steve O'Shea Ende Februar ein sensationeller Durchbruch. Zum ersten Mal fischt er aus dem Meer frisch aus dem Ei geschlüpfte Baby-Riesenkraken. 2,5 Jahre Forschung haben wir reingesteckt, um das zu bekommen. Und als es dann endlich hochkam im Netz, war das ein wirklich großer Moment für mich. Steve O'Shea konnte die nur ameisengroßen Babykraken lediglich einige Stunden am Leben erhalten. Aber das nächste Mal soll es klappen. Steve will aus einem Baby einen erwachsenen Riesenkraken züchten. Bei dem enormen Wachstum der Tiere dauert das nur 1,5 Jahre. Wir haben phänomenale Fortschritte gemacht und Krakenbabys länger künstlich am Leben erhalten als je zuvor. Nun müssen wir noch unsere Methoden verfeinern und dann können wir es schaffen. Vielleicht schon in einem Jahr. Und hier soll es passieren. Streng abgeschirmt im Hof seines Instituts will Steve in diesem Wassertank einen Riesenkraken züchten. Bleibt nur zu hoffen, dass er ihm nicht entkommt. Das nenne ich wahre Forscherleidenschaft. Und damit haben wir auch gleich eine Frage von Ronny Fieber beantworten können, nämlich, was ist das größte bisher entdeckte Tiefseelebewesen? Ich denke, es ist damit beantwortet. Ja, bisher entdeckt ist gut. 230.000 Arten kennt man so ungefähr. Und man vermutet, dass da noch mehrere Millionen auf ihre Entdeckung warten. Also gucken wir uns noch mal an. Die größten Wirbellosen sind die Riesenkalamare, hier haben wir so einen, Oschi, bis zu 15 Meter lang können die werden, eine Tonne schwer. Wie gesagt, die größten Wirbellosen und dann haben wir natürlich hier den Pottwal, ne, mit bis zu 20 Metern Länge, 40 Tonnen schwer und bei 1000 Meter in der Tiefe ungefähr anzufinden, aber auch tiefer. Ne? Ja, die können auch bis 3000 Meter gehen. Unglaublich. Und Herr Fieber, für Ihre Zuschauerfrage, die Sie uns geschickt haben, habe ich ein Geschenk für Sie. Und zwar schenken wir Ihnen Unser blauer Planet, eine Naturgeschichte der Meere. Das ist das Buch zur gleichnamigen Kinoproduktion der BBC. Und da sind 5 Kapitel zu Meer, Küste und Tiefsee. Das heißt, wenn Sie eifrig Zuschauerfragen schicken, dafür gibt es ja einen Link auf unserer Homepage planetwissen.de, dann kann es auch durchaus mal sein, dass es Sie trifft und wir Ihnen irgendwas Schönes schenken.
Sehr schön. Ja, nun geht man aber davon aus, dass es also tatsächlich noch Millionen von Lebewesen in der Tiefsee gibt, die noch unentdeckt sind. Wo sollen die denn bitte schön alle stecken? Naja, gut, wir haben ja den ganzen Ozeanboden, der ist schlammbedeckt. Es gibt natürlich sicherlich viele, die dort unten leben, weil letztendlich dort sammelt sich das runterfallende Plankton eben. Und das ist eben halt eine der wenigen Nahrungsquellen, die haben. Und dann gibt es sicherlich noch die Fische, die sich in bestimmten Tiefen eben aufhalten und dort auf ihre Beute oder auf ihre Partner warten. Wenn man sich jetzt vorstellt, es ist da unten wahnsinnig dunkel, es ist sehr schlammig. Wie finden sich denn da überhaupt diese Partner, die Sie gerade angesprochen haben, gegenseitig? Ja, das ist wohl zum einen, nimmt man an, durch Sinnesorgane, die speziell ausgeprägt sind. Es gibt wohl auch welche, die feine Härchen auf der Außenhaut bilden. Und dann gibt es wohl auch so eine Art Leuchtblitze, mit denen sie sich auch verständigen können, die hervorgerufen durch Bakterien eben. Ich mache folgenden Vorschlag. Wir reden nicht nur drüber, wir gucken uns ein paar Bilder an. Wir haben nämlich Aufnahmen aus größter Tiefe. Die können wir uns jetzt mal anschauen. Film ab, bitteschön. Und da starten wir ungefähr bei 500 Metern Tiefe. Da ist es auch schon recht düster. Das hier ist ein Ringelwurm zum Beispiel, der rote kleine da. Oder dieser kleine Kalamar schaut irgendwie aus wie ein Alien, wie ich finde. Ab 1000 Meter, das kommt gleich, ist es dann schließlich stockdunkel. Da kann man wirklich nicht mehr seine eigene Hand vor Augen sehen. Und dieses Gebilde hier erinnert mich fast so ein bisschen an das außerirdische Wesen aus Abyss, wer den Film vielleicht gesehen hat. Selbst wenn man das fangen würde, das könnte wahrscheinlich gar nicht unter unseren Bedingungen überleben. Das braucht ja einen ganz bestimmten Druck, oder? Richtig, die haben sich auf ganz bestimmte Druckverhältnisse angepasst. Und man weiß ja auch zum Beispiel heute, wenn man heute Dorsch aus mehreren hundert Meter Tiefe zu schnell hochbringt, dann explodiert der förmlich. Mhm. Weil der Dorsch hat eine Schwimmblase, aber er braucht Zeit, um dann langsam die Luft abzulassen. Und wenn man dann zu schnell hochkommt, dann explodiert er zum Beispiel. Was macht denn darüber hinaus das Leben in der Tiefe ab 1000 Metern noch so schwer? Also jedenfalls für unser Eins. Ja, also es ist sicherlich, wie gesagt, einmal der Druck. Wir haben eine Schwimmblase. Die meisten Lebewesen dort unten haben keine Schwimmblase mehr. Dann sicherlich natürlich dann Knochengerüste. Die sind bei den meisten Fischen sind sie zurückentwickelt oder sie haben nur noch Knorpel. Und es ist natürlich dunkel. Das heißt, sie müssen irgendwie sehen, wie kann ich meinen Partner finden, wie komme ich an Beute ran. Mhm. Und zum Thema, wie komme ich an Beute ran, da gucken wir vielleicht gerade uns nochmal diese Leihgaben der Senckenberg-Gesellschaft in Frankfurt an. Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle. Die sehen nicht gerade sehr niedlich aus, also die haben unglaubliche Zähne zum Teil. Das ist auch ausschließlich wegen der Beuteraubzüge, glauben Sie? Ja, also beim Beißholz, oder man nimmt doch stark an, dass es deswegen so stark ausgebildet ist, weil sie, wenn sie einmal ihre Beute haben, was nicht sehr häufig vorkommt, dann soll sie auch da bleiben, dann darf sie nicht mehr entwischen. Und dadurch eben halt wirklich diese extrem stark ausgebildeten Zähne. Mhm. Wer mehr Tiefseefische sehen möchte, der kann übrigens auch ins Internet gehen, da zeige ich Ihnen noch mal was. Da gibt es eine umfangreiche Fischdatenbank, in die ich geraten bin, und zwar auf fishbase.org. Da gibt es fast 30.000 Fischarten, die hier gespeichert sind. Und ich habe mal Fangtooth eingegeben, da findet man einige Treffer. Und er hält einen interessanten Rekord, nämlich im Verhältnis zu seiner Körperlänge besitzt er die größten Zähne. Das ist ja auch was. Dann noch aktuelle Informationen rund um das Thema Ozean bei deepwave.org. Da finden Sie zum Beispiel einen sehr tollen Größenvergleich. Hier zum Beispiel ist ja der Marianengraben, tiefsten Punkte im Ozean, über 11.000 Meter tief. Und wenn Sie da den Mount Everest reinstecken würden, da wäre noch 2.000 Meter drüber Platz. Also es ist unvorstellbar eigentlich. Ne? Das ist unvorstellbar tief dort, ja. Ja, also auch zum Leben in der Tiefsee, auch zu kritischen Aspekten, wie zum Beispiel der Tiefseefischerei, finden Sie hier Informationen. Und dann hat Ihre Gesellschaft, IFM Geomar, auch noch eine Internetpage, ifmgeomar.de, also das Institut. Da finden Sie einen guten Überblick, woran aktuell in Sachen Ozeane geforscht wird. Das ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie sich zum Thema Meeresforschung informieren wollen. Alles das auf planetwissen.de und auch im Videotext, Seite 396. Da verlinke ich Ihnen das alles und auch meine Wissensfrage hat mit einem Tauchabenteuerprojekt zu tun, nämlich mit einem Abenteuerprojekt der 50er Jahre. Gucken Sie mal bitte hier. Der damalige Tauchrekord lag nur bei 850 Metern und die Triest, das ist dieses Tauchboot, was Sie hier sehen, sollte diesen Rekord knacken. Dort unten in der Stahlkugel mussten sich die Taucher reinzwängen und so, Moment, sah das Ganze aus, wenn die Triest auf großer Fahrt war.
Ja, das Bild ist vom 23. Januar 1960, eines der letzten Bilder, bevor die Triest abgetaucht ist. Und ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wo hat dieser Tieftauchversuch stattgefunden und welche Taucher sind da runtergetaucht? Zum Ende der Sendung gibt es die Auflösung. Jetzt kommen wir aber noch zu ein paar anderen Helden. 1898 gab es die erste deutsche Tiefsee-Expedition, damals noch ohne Tauchboot, dafür aber mit Tiefseenetzen ausgerüstet. Mit der Valdivia ging es in Richtung Antarktis. Wie das damals abgelaufen ist, das wissen wir dank eines Forschungsberichtes des berühmten Zoologen August Brauer. Erst seit kurzem wussten wir, dass es sie geben muss. Aber die meisten von ihnen hatten wir noch nie zu Gesicht bekommen. Als ich von einer deutschen Tiefsee-Expedition hörte, meldete ich mich also sofort freiwillig. Was kann es für einen Zoologen Aufregenderes geben, als vollkommenes Neuland zu erkunden? Das Schiff war bestens ausgestattet, um das Leben in der Tiefsee zu studieren. Eigens angefertigte Netze und Sammelbehälter erlaubten uns, den gesamten Wasserkörper abzusuchen und genau die Tiefe zu bestimmen, aus der ein Organismus stammt. Der Beginn der Reise war wenig aufregend. Den nördlichen Atlantik hatten schon andere durchforscht. Aber in Äquatornähe wurde es spannend. Eine völlig neue Tintenfischart, Vampyrotheutis infernalis. Jetzt wussten wir, dass es sich lohnen würde. Der Alltag an Bord war straff organisiert. Die täglichen Tiefenlotungen begannen morgens und dauerten Stunden an. Dann wurde gefischt. Immer wenn ein Netz frisch heraufkam, hieß es, schnell das Fanggut sichten. Die außergewöhnlichsten wollten wir noch lebend studieren. Und da ihre Farben bald verblassen würden, zeichneten wir. Nahe der Antarktis wurden unsere Fänge immer reicher. Auch hier fischten wir aus allen Tiefen neue und absonderliche Formen. Aufs Modernste ausgestattet, konnten wir sie auf Fotoplatten ablichten. Die Reise führte uns weiter in den Pazifik und den Indischen Ozean. Ein wahres zoologisches Eldorado tat sich vor uns auf. Tiere, die nie zuvor ein Mensch gesehen hatte, aus ungeahnten Tiefen. 1000, 3000, 5000 Meter. Das war der Beweis. Das Leben passt sich jeder Meerestiefe an. Insgesamt haben wir 180 neue Arten von Tiefseefischen entdeckt. Diese 9 Monate auf See waren vielleicht die wichtigsten meines Forscherlebens. In den folgenden Jahren fasste ich die Ergebnisse in einem Buch zusammen. Die ganze Welt der Tiefseefische. Und ein Band dieser Forschungsberichte haben wir hier. Ich habe Ihnen am Anfang der Sendung schon gezeigt, von Herrn Brauer. Handkolorierte Zeichnungen, es ist sehr wertvoll, von 1898, 99. Und es sind wirklich erstaunliche Viecher, die er da entdeckt hat. Das gibt es übrigens alles auch noch als Poster, wenn ich Ihnen das mal zeigen kann. Dieses Poster kann man im Internet bestellen. Den Link, wo Sie dieses Poster kriegen, stelle ich Ihnen mit auf unser Internetangebot, planetwissen.de. Und wer vielleicht noch ein paar mehr Exponate sehen möchte, der kann nach Berlin fahren. Im dortigen Naturkundemuseum sind die alle ausgestellt. Wenn es um die Pioniere der Tiefseeforschung geht, dann ist natürlich August Brauer einer, der da an vorderster Stelle genannt wird, das ist klar. Aber gibt es noch weitere wichtige Namen? Ja, ich denke schon. Ich denke, man sollte auch den Sir Thomson nicht vergessen, der die erste Tiefsee-Expedition 1872 durchgeführt hat mit der Challenger, der 5 Jahre unterwegs war. Und die Ergebnisse sind zum Beispiel in 34 Bänden zusammengefasst. Oder Anfang des 19. Jahrhunderts Fridtjof Nansen, der eben bewiesen hat, dass der arktische Ozean kein Schelf mehr ist, sondern eine Tiefsee ist. Dann zu nennen, denke ich, aus der neueren Zeit Jacques Cousteau. Sicherlich auch einer, der eben halt irgendwo die Tiefsee an die Öffentlichkeit transportiert hat.
oder dann eben halt auch Robert Ballert, der eben halt im Wesentlichen an der Entwicklung der Alvin mit beteiligt war und der eben halt die ersten Hydrothermalquellen 1979 nahe der Galapagosinsel entdeckt hat. Was ist die Alvin? Die Alvin ist ein amerikanisches Tauchboot. Aha. Spricht man denn in Ihren Kreisen auch noch über diese Leute? Also voller Bewunderung? Ist ja, das sicher. Ungebrochen? Ja, sicherlich, ja. Gerade eben halt natürlich für uns Hydrothermalforscher ist irgendwo Robert Ballert, das ist schon ein Name und das ist natürlich schon was Tolles und deswegen war es für mich natürlich auch toll, dass ich auch mal in so einem Tauchboot sitzen durfte wie er. Die Tiefsee und ihre Bewohner sind immer für Überraschungen gut. Nehmen wir zum Beispiel die Tiefseequalle Periphylla periphylla. Durch reinen Zufall ist sie in den norwegischen Lurefjord gekommen. Der Anfang eines Dramas. Nur ein Katzensprung von Oslo entfernt liegt der Lurefjord. Auf den ersten Blick ein Meeresarm, wie es viele gibt in Norwegen. Doch irgendetwas ist hier anders. Ständig sind Forschungsschiffe vor Ort. 6 Minuten lang wurde das Schleppnetz in genau 400 Metern Tiefe gezogen. Der Meeresbiologe Ulf Barmstedt ist nervös. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Ausrüstung den Anforderungen dieses Fjords nicht gewachsen ist. Ein gerissenes Seil, eine zerstörte Winde wäre das Ende seiner Expedition. Die Fjorde Norwegens sind bekannt für ihren Fischreichtum. Doch diesmal? Kein Fisch, kein Krebs, nur Quallen. Über 2 Tonnen, in nur 6 Minuten mit dem Schleppnetz gefangen. Die rote Tiefseequalle Periphylla periphylla hat das Ökosystem des Fjords umgekrempelt. Periphylla periphylla frisst zwar keinen ausgewachsenen Fisch, aber weil sie massenhaft Fischeier und Fischlarven vertilgt, ist der ganze Bestand zusammengebrochen. Und die paar Fische, die im Lurefjord noch gefangen werden, sind hier nicht aufgewachsen, sondern wahrscheinlich aus dem offenen Meer zugewandert. Die Meduse verfügt über tödliche Waffen. 12 bis zu einem halben Meter lange Tentakeln sind mit giftigen Nesselzellen gespickt. Kommt ein Opfer damit in Berührung, hat es keine Chance und landet gelähmt in der Mundöffnung im Inneren des Schirmes, wo es bei lebendigem Leibe verdaut wird. Der Funktionsmechanismus der Nesselkapseln, ein Superlativ. Die schnellste Reaktion im ganzen Tierreich. Unter dem Mikroskop zeigt sich die Haut der Tentakeln übersät mit Zellen, in denen ein Schlauch eingerollt ist. Jede Berührung führt zum Abschuss einer ganzen Geschützbatterie. Mit Widerhaken versehene Pfeile schießen heraus und durchschlagen den Panzer oder die Haut der ahnungslosen Opfer. Der Lurefjord ist eine ökologische Besonderheit. Sein Einlauf ist gerade einmal 200 Meter breit und 25 Meter tief. Da Periphylla jahrhundertelang hier nicht auftauchte, gibt es nur eine Erklärung. Mit Ebbe und Flut oder bei Sturm wurde die Meduse aus der Tiefsee in den Fjord gespült und fand ein Paradies vor. Ein vom Atlantik nahezu abgeschlossenes Ökosystem mit konstanter Temperatur, konstantem Salz- und Sauerstoffgehalt. Für Periphylla optimal. Jedes Mal, wenn Ulf Barmstedt seinen Roboter zu Wasser lässt, verdichten sich die Hinweise auf ein Quallenschlaraffenland. Nirgendwo sonst trifft ein Tiefseebewohner auf so viele potenzielle Geschlechtspartner. Für schlechte Schwimmer wie Periphylla ein enormer Vorteil. Diese Tiere sind eine große Herausforderung für die Wissenschaft. Norwegische Fjorde sind wie kleine, in sich geschlossene Modelle. Aber das Szenario hier droht vielleicht bald in allen Weltmeeren. Hier können wir beobachten und untersuchen, wie sich Quallen die Natur untertan machen. Das Massenaufkommen einer Art müsste theoretisch deren Nahrungsgrundlage vernichten. Und das würde dann die Population dezimieren. Doch nichts dergleichen passiert hier. Kann Periphylla wochenlang hungern? Warum wird sie draußen im Atlantik bis zu 5 Kilo, im Fjord aber nur halb so schwer?
Winzige Kristalle in den Gallertkörpern lassen Ulf Barmstedt vermuten, dass die Quallen bis zu 30 Jahre alt werden können. Eine weitere Erklärung des Massenauftretens? Als die untersuchten Exemplare über Bord geworfen werden, geschieht etwas Unerwartetes. Fische und Einsiedlerkrebse fallen über die Kadaver her. Noch nie beobachteten die Forscher, dass sich höhere Lebewesen an Periphylla vergreifen. Die Herrscherin des Fjords wird zum Opfer, weil sie durch ihren Tod ihren giftigen Farbstoff verloren hat. Der rote Farbstoff ist vielleicht ein Schlüssel zu den Geheimnissen der Tiefseequalle. Denn als plötzlich die Scheinwerfer des Roboters ausfallen, ereignet sich die nächste Sensation. Direkt vor der Kamera veranstaltet Periphylla ein Feuerwerk. Sie reflektiert nicht nur Licht, sie leuchtet selbst. Doch warum? Fühlt sie sich von dem Roboter bedroht und will sich schützen? Will sie Beute anlocken? Jede Theorie wirft neue Fragen auf. Als die Elektronik der Lampen wieder arbeitet, entdeckt die Kamera ein Lebewesen, das auch lebendige Quallen verspeist, aus der direkten Verwandtschaft. Seeanemonen gehören wie Periphylla zu den Nesseltieren. Vielleicht kann man herausfinden, mit welchen Wirkstoffen sie den giftigen Farbstoff der Qualle neutralisiert. Jeder Tauchgang des Roboters endet mit dem Versuch, eine Qualle unversehrt in einem Glasbehälter aus 400 Meter Tiefe nach oben zu befördern. Die im Netz gefangenen Exemplare sind zu stark beschädigt. Doch trotz technisch aufwendiger Fangvorrichtungen ist es bisher nicht gelungen, Periphylla länger als 2 Wochen am Leben zu erhalten. Der seltsame Farbstoff, der das Leuchten verursacht, verhindert Grundlagenforschung am lebenden Objekt. Eine eigens installierte Rotlichtkammer soll ihr Leben verlängern. Sie sterben, weil sich der Farbstoff bei Lichteinwirkung umwandelt. So viel wissen wir. Das, was sie vielleicht in der Dunkelheit überleben lässt, tötet sie bei Licht. Wir haben beobachtet, dass sich die Quallen von innen heraus zersetzen. Der Farbstoff frisst richtige Löcher in ihren Schuppen. Noch sind viele Rätsel zu lösen. Doch scheint jetzt schon festzustehen, dass Periphylla im Lure-Fjord vielleicht eine weltweite Entwicklung vorwegnimmt. Die Eroberung der Meere durch die Quallen. Denn nicht nur im norwegischen Meeresarm, auch in Teilen des Schwarzen Meeres hat eine Verwandte von Periphylla die Herrschaft übernommen. Eine Herrschaft der Quallen, das ist ein Szenario, das auf jeden Fall ganz gut in einen Science-Fiction passt. Ja, sowas Ähnliches gibt es auch. Ich habe auf jeden Fall eins gefunden von Frank Schätzing, Der Schwarm. Das ist so ein Science-Fiction-biologischer Roman. Also auf jeden Fall verschwimmt Wissenschaft und Science-Fiction da drin. Ganz kurz zum Inhalt. Da ist es so, dass der Mensch das Ökosystem der Meere bedroht, durch Ölverschmutzung zum Beispiel oder Tiefseefischerei. Und dann das Meer als kollektive Intelligenz zurückschlägt in Form von Krabbeninvasionen zum Beispiel, Tiefsee-Erdrutsche, Tsunamis. Was halten Sie von dieser Theorie? Sowas denkbar? Ja, es ist natürlich schon Science Fiction, das ist richtig. Aber ich meine, es ist sehr gut recherchiert hier, das Buch. Und das Interessante ist eben halt auch, dass die Institute und sogar die Personen eben halt wahre Gegebenheiten sind in diesem. Und ich denke, es soll vielleicht einfach nur auch ein bisschen eine Warnung an diejenigen sein, die vielleicht irgendwo die Tiefsee irgendwann ausbeuten wollen. 2 der Charaktere in dem Buch sind auch tatsächlich Wissenschaftler, die Sie selber kennen. Also die gibt es, die heißen in dem Buch so, wie sie auch in Wirklichkeit heißen und haben wahrscheinlich auch ähnliche Ansichten zu den Themen. Ja, richtig. Das sind der Professor Süß und Professor Moormann, die hier beide eben halt mitspielen und mit denen ich eben halt auch lange Jahre zusammengearbeitet habe und die sich eben halt, die beiden insbesondere eben halt mit den Gashydraten beschäftigen. Mhm. Muss man denn dieses Buch möglicherweise auch als Mahnung an die Wissenschaft verstehen? Ich glaube weniger an die Wissenschaft, denn ich denke, wir machen Grundlagenforschung. Wir wollen die Tiefsee nicht ausbeuten, sondern wir wollen eigentlich nur zeigen, woraus besteht sie, wie laufen die Prozesse ab und wie sensibel reagieren eigentlich auch bestimmte Dinge miteinander in der Tiefsee. Mhm. Aber möglicherweise gibt es ja nicht auf der ganzen Welt nur Wissenschaftler, die eben sehr ethisch da dran gehen, sondern auch solche, die tatsächlich ans Geldmachen denken. Könnten Sie sich das vorstellen, dass die möglicherweise da so ein Mahnmal brauchen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest
kennen es nicht. Und ich bin auch froh, dass ich zumindest solche Wissenschaftler nicht kenne. Und die Wissenschaftler, die ich kenne, letztendlich, die machen wirklich reine Grundlagenforschung und wollen, haben nichts mit der Ausbeutung oder irgendwie mit der Ausbeutung der Tiefsee eben im Sinne. Das, womit man Geld machen könnte, jetzt mal jenseits der Wissenschaft, in der Tiefsee, wäre der Tiefseebergbau. In welcher Form sind da sozusagen Ressourcen, die man gerne hätte, die aber wiederum auch Gefahren nach sich bringen? Ja, das heißt natürlich, Tiefseebergbau heißt, wir müssen dann versuchen, eben halt diese vorhin gezeigten Erzlagerstätten zum Beispiel, die müssten angebohrt werden in großer Tiefe. Und wir müssten natürlich aufpassen, dass wir nicht das Ökosystem dann irgendwo mit in Mitleidenschaft da dort bringen. Das heißt, wir müssen wirklich sehen, dass wir wirklich nur das Erz rein nach oben gespült bekommen, ohne dass wir irgendwelche Verschmutzungen oder so irgendwo in der Tiefsee eben mit diesen giftigen Metallen irgendwo verursachen. Abgesehen von Frank Schätzings Der Schwarm habe ich noch weitere Bücher gefunden. Wer sich über Tiefsee informieren möchte, zum einen, ich rufe Ihnen nochmal in Erinnerung das Buch, das ich Herrn Fieber geschenkt habe, Unser blauer Planet, von der gleichnamigen BBC-Kinoproduktion. Da zeige ich Ihnen nochmal ein ganz, ganz tolles Foto. Hier sind zum Beispiel echt starke Bilder drin. Das hier, was Sie jetzt sehen, ist zum Beispiel die Larve eines europäischen Aals. So sieht das Ding aus. Unbeschreiblich. Im Übrigen gibt es das nicht nur als Buch, sondern logischerweise auch als DVD. Ist ja ein Kinofilm. Auch diese DVDs habe ich hier. Die können Sie sich zum Beispiel zulegen. Sehr empfehlenswert. Und ein Buch habe ich noch, das heißt Geheimnisse der Tiefsee. Das ist kurz und knackig und vor allem auch besonders für Kinder geeignet. Und da habe ich auch etwas Spannendes drin gefunden. Sie sind ja mit der Nautil getaucht und inzwischen gibt es ja auch andere Entwicklungen, die in Richtung Unterseeboot gehen. Noch viel, viel kleinere Unterseeboote. Gibt es das schon? Ist man damit schon getaucht oder ist das Zukunftsvision? Soweit ich weiß, ist man noch nicht mitgetaucht, aber man ist kurz davor. Also das Gerät, ich glaube, das Tauchboot ist schon fertig. Was hat das denn für Vorteile im Gegensatz zur Nautil, mit der Sie getaucht sind? Das kann ich Ihnen eigentlich so letztlich sagen. Ich weiß, ich kenne keine Details jetzt zu diesem Tauchboot. Ich weiß auch nicht, wie tief es tauchen kann. Ich glaube, es soll besonders stabil sein und es soll einfacher zu handeln sein. Ich durch diese auch, kleinen Tragflächen hier. Ich denke auch, die Steuerfähigkeit. Wendiger. Das meine ich auch. Ja, es ist wendiger wahrscheinlich. Wahnsinn, oder? Mhm. Ich möchte da drin nicht sein. Ich würde da Platzangst kriegen. Dann gehört natürlich, und damit komme ich zu einem Reisetipp, auch die Titanic zum Thema Tiefsee. Die Titanic ist ja nun entdeckt worden, man ist da runtergetaucht und inzwischen ist es sogar möglich, als Tourist das Wrack der Titanic zu besichtigen. Hier habe ich die Seite deepocean.de gefunden. Da wird so eine Reise angeboten. Das Wrack liegt ja 650 Kilometer vor der Küste von Neufundland in 3800 Metern Tiefe und man kann wirklich mit einem russischen U-Boot da runtertauchen. Jetzt kommt allerdings der Haken. Es ist nicht billig. Es kostet 36.650 US-Dollar. Da sind sie wesentlich billiger bestellt, wenn sie vielleicht zum Beispiel nach Barcelona gehen und dort das größte Aquarium Europas besuchen. Da finden sie 20 Aquarien, 300 verschiedene Spezies, ist ein bisschen billiger. Aber wenn vielleicht doch ein Lotto-Millionär unter unseren Zuschauern ist, dann stelle ich Ihnen auch den Link der Reise zur Titanic gerne auf unser Internetangebot unter planetwissen.de. Und ganz kompakt finden Sie uns übrigens auch noch im Videotext auf der Seite 396. Über Tiefseebergbau haben wir ja gerade eben schon mal kurz gesprochen. Methanhydrat aus der Tiefsee abzubauen, das ist eine Idee, um unsere Energieprobleme zu lösen. Man hat dabei nur fast übersehen, dass durch freigesetztes Methanhydrat sich unser Klima aufheizen könnte. In den Weltmeeren ist der uns so fest erscheinende Erdboden ständig in Bewegung. Hier im Pazifik schiebt sich der Meeresboden langsam unter den schweren Kontinentalsockel Amerikas. Eine dieser sogenannten Kollisionszonen ist das Ziel der Forschungsreise. Die Animation macht deutlich, wohin das Tauchboot Alvin absteigt. Unter dem Meeresboden schlummern gewaltige Methanlager, bis zu 600 Meter dick und bei niedriger Temperatur und hohem Druck mit Wasser zu einer eisförmigen Masse verbunden. Immer stärker wird das Gas tief am Meeresgrund freigesetzt. Als Ursache gilt vielen Wissenschaftlern die Erwärmung der Meere. Die 17 Tonnen schwere Alvin wird für den Tauchabstieg ins Wasser gelassen. Es ist Tauchgang Nummer 3330. Ist die
Der Blick durchs Fenster zeigt dem Erwin-Piloten seltene Lebensformen. Dudley Forster hat das Tauchboot weich gelandet. Unwirklich, wie auf dem Mars, sieht der Meeresboden hier in 850 Meter Tiefe aus. Über Jahrmillionen wurden Tier- und Pflanzenreste über die Flüsse weit ins Meer gespült und haben sich am Fuß der Kontinentalhänge abgelagert. Mikroorganismen haben diese Stoffe zersetzt. Es bildete sich das Faulgas Methan. Der hohe Druck presst das eisförmige Gas-Wasser-Gemisch zu betonähnlichen Schichten, die im Meeresboden eingelagert sind. Trotz 2 Grad Celsius Außentemperatur beginnt für den Erwin-Piloten eine schweißtreibende Arbeit. Millimetergenau muss er Greifer und Boot steuern. Champagnerhügel nennen die Wissenschaftler scherzhaft ihren Arbeitsbereich. Der schöne Name täuscht. Hier strömt ein Klimagas ins Meer, das 32 Mal mehr Wärmestrahlung im Treibhaus Erde hält als Kohlendioxid. Hans Janasch dokumentiert alles, was ihm vor die Kamera kommt. Dudley Forster steuert über das Hydratfeld zum festgelegten Forschungsziel. Unter dem Meeresboden sind in jedem Kubikmeter eisförmigen Methanhydrats 164 Kubikmeter des Treibhausgases gespeichert. Auf das, was in der Tiefsee passiert, waren die Klimaforscher nicht eingestellt. In einem Langzeitexperiment soll beobachtet werden, wie viel Methan freigesetzt wird. Nach 8 Monaten werden die Wissenschaftler genauer wissen, wie viel Methan aus diesem Lager freigesetzt wird und wie die genaue Zusammensetzung des Hydrats ist. Die Klimaforscher stehen erst am Anfang, um die Einflüsse des Gashydrats auf das Klima richtig deuten zu können. Vor kurzem wurde diese riesige Methanblase vor der Küste von Puerto Rico gesichtet. Da Methan ein wesentlich stärkeres Treibhausgas ist als Kohlendioxid, könnten solche sogenannten Blows die Erwärmung der Atmosphäre beschleunigen. Die Ozeane würden wärmer, weiteres Methanhydrat würde schmelzen. Die übersteilen Flanken der Kontinentalhänge tief im Meer würden instabil. Erdrutsche über eine Länge von mehreren hundert Kilometern würden ausgelöst. Durch die Erdrutsche, so die Theorie, würden sich gewaltige Lawinen entwickeln und die Wassersäule in Bewegung setzen. Ergebnis: Tsunamis, jene verheerenden Flutwellen, die, wenn sie die Küste erreichen, alles dem Erdboden gleich machen. Nun haben wir im Film schon weitgehend die Zuschauerfrage von Stefan Seifert beantwortet. Er wollte nämlich wissen, ob Methanabbau möglich ist und welche ökologischen Probleme daraus entstehen könnten. Zum Teil beantwortet, noch nicht ganz. Es gibt nämlich noch weitere Probleme. Ja, es gibt ein Phänomen, wo man denkt, dass eben halt auch durch Methanabbau durchaus größere Abrutschungen an Kontinentalhängen eben entstehen können. Man weiß eben halt, oder man hat Beobachtung, keine Beweise, aber Beobachtung, dass es eben halt bei Rutschungen, die stattgefunden haben, an den Abrisskanten eben Fluid- und Gasaustritte gibt, hat man beobachtet und man nimmt an, dass das eben halt mit solchen Methangashydraten eben zusammenhängt. Und das ist natürlich schon, es gibt hier eben zum Beispiel ein Beispiel, es gibt diese große Storegga-Rutschung vor Norwegen, die in 3 Schritten eben halt wohl abgerutscht ist zwischen 50.000 Jahren und 5.000 Jahren vor heute. Und man nimmt eben halt auch an, dass diese Rutschung eben ausgelöst worden ist durch das Auflösen des Methanhydrats, weil eben der Wasserspiegel damals auch 120 Meter tiefer lag. Was ist hier wo lang gerutscht? Das heißt diese Rutschung, das ist die Storegga, hier ist der Kontinentalhang, hier von Norwegen, und ist hier abgerutscht und hat sich hier eben halt dann ausgebreitet in dem Becken. Okay. In diesem Becken, und da das Stabilitätsfeld sehr eng ist von Methanhydrat und abhängig ist von Druck und Temperatur und wir 120 Meter tiefer lagen während der Eiszeit, nimmt man eben halt an, dass man damit eben halt die Stabilität des Methanhydrats zerstört hat und es kam zu dieser Abrutschung. Ist es eben denkbar, dass beispielsweise auch Tsunamis durch ein solches Abrutschen der Kontinentalplatten entstehen? Also man geht davon aus und man hat auch wohl Beobachtungen an der Küste gemacht,
die wohl auch darauf hinweisen, dass solche großen Rutschungen durchaus auch Tsunamis auslösen können. Und diese Methangasfreisetzung ist, glaube ich, auch beim Bermuda-Dreieck, da ist oft drüber spekuliert worden, weil es die Oberflächenspannung des Wassers verändert und dadurch Schiffe sinken. Ne? Richtig, das hat ja auch sehr Herr Schätzing so schön in seinem Buch beschrieben, ja, dass da ja auch aufgrund dieser Oberflächenspannung, veränderter Oberflächenspannung durch diese Blows, wie wir sie eben gesehen haben, dass da eben halt dann Schiffe eben absinken. Und dieses Phänomen, das wird noch kontrovers diskutiert, aber es gibt doch dennoch viele, die davon ausgehen, dass es eben im Bermuda-Dreieck eben halt durchaus der Auslöser sein kann, weil man weiß, es gibt dort eben diese Methanhydrate. Wunderbarer Stoff für Science Fiction. Ja. Und da komme ich wiederum auf deine Wissensfrage. Die hörte sich ja eigentlich auch ein bisschen danach an. Ja, 1960 ein Versuch, zum damals tiefsten Punkt im Ozean zu tauchen. Wo war das und wer hat das gemacht? Also wir erinnern uns an den Marianengraben, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Unglaublich tief, über 11.000 Meter, da passt der Mount Everest rein und immer noch ist 2.000 Meter oben Platz. Damals ist man ausgegangen, dass die Challenger-Tiefe im Marianengraben die tiefste Stelle ist, mit 10.916 Metern. Da wollte man also runtertauchen. Das ist übrigens knapp vor der Küste der Philippinen und es waren zwei Menschen, die runtertauchen wollten. Zum einen Jacques Picard, der hat einen berühmten Vater und zwar Auguste Picard und das ist der, der schon per Ballon den Weltraum erobert hat. Und es war ein amerikanischer Forscher dabei, Don Walsh war sein Name. Und ich zeige Ihnen jetzt nochmal die zwei hier. Habe ich sie in dieser Tauchkugel der Trieste, Sie erinnern sich, am Anfang der Sendung habe ich das Boot gezeigt, hier in dieser Kugel waren die beiden zusammengefasst. Sie sind dann runtergetaucht. Im Übrigen ist heute die tiefste Stelle im Marianengraben 11.034 Meter tief, die sogenannte Vityas-Tiefe. Und sie haben es letztendlich dann auch geschafft, wieder hochzukommen. Und am 23. Januar 1960 standen sie dann wirklich hier auf allen Titelblättern. Und es war ein Riesenerfolg. Wenn man sich nochmal erinnert, wie die zusammengefercht in dieser Kugel waren, hätten sie das gemacht, da runterzutauchen, ohne jeweils daran zu denken, ob sie wieder hochkommen? Ja, ich glaube, ich hätte es, glaube ich, ohne Vorkenntnisse, ohne Wissen und dann auf 11.000 Meter, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. So faszinierend das ist und jetzt auch faszinierend war, meine Tauchfahrt, aber 11.000 Meter, das ist schon eine Menge. Finde ich auch. Gab es denn schon mal so eine Art Tauchgang bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen sollte, aber ich riskiere es trotzdem? Ich bin ja bis jetzt erst einmal getaucht und ich habe auch nach meinem Tauchgang, den ich damals gemacht habe, habe ich sofort gesagt, wenn jemand abspringen möchte, ich tauche am nächsten Tag sofort wieder. Also ich fand es schon sehr faszinierend und ich meine, gut, ich würde heute sicherlich auch in die Tiefsee 3.000, 4.000, 5.000 Meter würde ich heute runtertauchen, denn man muss schon wissen, dass das Tauchen auch mit dem Tauchboot bisher eigentlich sicher ist. Es hat noch keinen einzigen Zwischenfall bis jetzt mit solchen bemannten Tauchbooten gegeben. Mhm. Was ist da denn das Anstrengendste? Ist es wirklich diese psychologische Belastung, wie viel Meter oder im Zweifel 2 Kilometer Wasser über mir sind? Oder ist es die Enge? Es ist eigentlich die Enge und ich bin nun 1,89 und Sie müssen sich vorstellen, ich liege in dem Tauchboot, aber ich muss meine Beine hinten, meine Unterschenkel muss ich anklappen, weil ich nicht ausgestreckt in der Kapsel liegen kann. Keine bequeme Stellung. Das ist keine bequeme Stellung. Andererseits ist es aber wiederum auch so faszinierend, so dass mir meine 6 Stunden Tauchgang eigentlich mehr vorkam wie eine Stunde. Also die Zeit vergeht dann wie im Fluge, wenn man vorne rausguckt. Und es ist einfach faszinierend, was man da einfach sieht. Mhm. Demnächst könnte die deutsche Tiefseeforschung ja sich ziemlich profilieren, wegen der Installation eines Tsunami-Frühwarnsystems vor Indonesiens Küste. Es schreitet ja kontinuierlich voran. Ist das für Sie als Tiefseeforscher auch gut? Glauben Sie, dass Sie davon profitieren werden? Also ich denke, gerade unser Institut wird sicherlich davon profitieren, denn wir sind auch gerade an der technischen Entwicklung sehr beteiligt. Also unser Institut wird die Drucksensoren eben aussetzen und es werden eben Bojen ausgesetzt und es wird sicherlich auch an dieser Technologie weiterentwickelt und das ist eben, denke ich, auch neben der reinen Grundlagenforschung, die man macht, ist das eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man nie vergessen sollte, dass wir eben halt ohne Tauchboote, ohne Tauchroboter und solche Dinge wüssten wir eigentlich, was hätten wir, diese ganzen Filme, die wir heute gesehen haben, hätten wir alle nicht. Mhm. Wird auf jeden Fall gut sein fürs Renommee und Geld bringt es auch ein bisschen in die Kasse und abgesehen davon ist es ja auch echt eine gute Sache. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns waren und ich hoffe, es war spannend für Sie. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Planet Wissen. Tschüss. Tschüss.